Hallo und willkommen zurück bei Alpha Protokoll. Beim letzten Mal haben wir Madison, das kleine Schnuckelchen, am Telefon gehabt und wollen uns jetzt im Restaurant mit ihr treffen. Jedoch checken wir zuerst unsere E-Mails. Tanzen zuerst ein wenig und dann checken wir unsere E-Mails mit der Leertaste. Da bin ich, ich wollte eigentlich W drücken und nicht E. Ich bin mit meiner Hand etwas falsch auf die Tastatur gekommen. Lies. Ach so, ist ja Scarlett. Tunneleinsturz in Moskau. Hallo, Mr. Thornton. Ich habe eine Freundin in Moskau, die mir noch einen Gefallen schuldet. Ich bin mir sicher, dass sie diese Story in die richtigen Kanäle leiten kann. Es sind nie die eigentlichen Vorkommnisse, die den Skandal verursachen. Es ist das Vertuschen. Gott sei Dank werden die Leute das nie kapieren. Deshalb habe ich einen Job. Scarlet Lake. Und wir können auch gleich, Donner, da wir das letzte Mal vergessen haben vorzulesen. Hallo Miss Lake! Kennen Sie ein paar gute... das war sie. Hallo Miss Lake, kennen Sie ein paar gute Nachrichtenagenturen in Russland? Ich bin im Besitz einiger Informationen über einen Tunneleinsturz in Moskau, der durch halbwegs Kostenreduzierungswahn ausgelöst wurde. Und noch weitaus interessanter über die Vertuschungsursache versuche. Könnte eine interessante Human Interest Geschichte werden. M. Thornton. Jetzt können wir mal runterladen. YouTube Money. Was für ein Zeug, das habe ich noch nie gesehen. Von Mailer Demon an Mike Thornton, Warnung von Georgia. Automatische Weiterleitung, bla bla bla. Achtung, es kursieren Gerüchte über eine Georgia-Situation bei der CIA. Es handelt sich um eine interne Angelegenheit, bei der keine Zusammenarbeit der Abteilung erfolgt. Natürlich liegt es in unserem Interesse, informiert zu bleiben. Die Situation kurz zusammengefasst. Jemand, der nach eigener Aussage undercover arbeitet, hat berichtet, dass ein abtrünniger US-Agent außerhalb der Staaten operiert. Deshalb fällt die Sache in die Zuständigkeit der CIA, nicht unsere. Der Kontakt hat nicht darüber verlauten lassen, welche Agency involviert ist. Wir tappen bei dieser Operation deshalb bislang im Dunkeln. Der Kontakt hat zum Zweck seiner Identifizierung bei der US-Regierung einen NSA-Code angegeben, weshalb es ziemlicher Schwachsinn ist, dass wir offiziell außen vor gelassen werden. Der abtrünnige Agent soll angeblich in Saudi-Arabien operiert haben. Mögliche Verbindung zum Shahid-Vorfall? Nein. Niemals. Hashtag Wüstenspeer. Falls Ihnen Informationen unterkommen, senden Sie sie zuerst an mich. Teilen Sie der CIA nichts mit, bevor Sie nicht bei mir waren. Clark. Juhu. Eine abgefangene Nachricht für dich. Hey Mike, sieh dir diese E-Mail an, aber nur unter Vorbehalt. Ist eine Nachricht von Alpha Matt, die IP des Absenders stammt von aus einer Gegend, in der sie angeblich operieren und die verwandelten Kopf entsprechen denen aus flüchtigen Nachrichten, die in Europa aufgetaucht sind. Ich finde es nur eigenartig, dass Alpha Matt eine derart lange Verteilerliste verwendet. Normalerweise kommunizieren die Zellen untereinander nicht um Lags in der Informationskette möglichst gelink zu halten, falls eine verhört werden sollte. Also liest dir das mal durch, Mina. Wir treffen uns bei den Ruinen. Zeitcode Algol. Ziel 1, Verteilung der zuletzt erworbenen Waffen. 2, Ziele der nächsten Phase festlegen. Toll. Das ist ja toll. Sehr informativ. Bam, 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 38.000. Hier, konnektieren Sie Madison St. James. Gleich mal kaufen. Wir wollen ja alles mitnehmen. Ach, da hatten wir gerade. Ansonsten. Auf zum Treffen mit Blondchen. Mit der hübschen Blondine. Triff dich mit Madison Jane James und finde heraus, was sie über Marburgs Anwesen in Rom weiß. Ich hoffe es. Und inwiefern die Veteranen Combat Initiative an diesen Plänen beteiligt ist. Sei vorsichtig, in den Akten steht nicht viel über Madison. Das könnte also ein abgekartetes Spiel sein. Für diese Mission 1 haben wir gerade gekauft. Wir bleiben selbstverständlich charmant nach. Wie immer. Ja, natürlich. Wir sind nicht mehr Freundschaftdingst mit unserer lieben Minatank. Vertrauen oder so haben wir jetzt, ne? Ja, ja. Weil wir uns an die Ritzi ranmachen.
Thank you for meeting me, Mr. Thornton. Mike, or Michael is fine. So what's this about someone trying to kill me? I work for the Veteran Combat Initiative, VCI. They're a global military contractor. My boss, Mr. Marburg, I think he's involved in something illegal. So I checked it out, and your name came up several times in our database. Well, I'm a popular guy. Maybe Marburg wanted to meet me. It was cross-linked to several contracts within the VCI. Termination contracts. Marburg must be jealous of my good looks. Do you have the contracts? That'd be valuable evidence. Not on me, no. That would have been too much to hope for, I suppose. No worries, we'll figure this out. Mr. Thornton, I'm not sure what to do next. Go to the authorities? Is there someone I should notify, or... Madison, you did the right thing warning me, and I appreciate it. I probably shouldn't have accepted your call. I think that may make things worse for you. For me? I think I was a little more worried about you. And I appreciate it. I'll do whatever I can to protect you. You need to look out for yourself first. Mike, Marburg is going to try and kill you. What are you going to do? I know Marburg. I know he wants to kill me. What I don't know is why he's here in Rome. Madison, you've already put yourself in danger by even meeting with me. I can protect you, but I need to know what Marburg's here for. I need those files. Are they in the VCI branch office? I don't know what you're looking for, but the VCI office in Rome isn't Marburg's personal office. He does most of his work off-site, or when he travels. But he's here now, so where would he store the information while in Rome? He has a villa. I've been there several times. If the files exist, I'm guessing they'd be there. Along with Marburg? Yes. Give me the address. Can you get me in? What? Passcodes, details on the security system, anything would be helpful. I can give you the address, but that other information... Trust me. If you can get me into the mansion, I'll get the information, and then your boss goes away for good. Mr. Thornton, Marburg is... I've never seen him angry, but everything about him... He's a dangerous man to cross. I'll protect you. If he gets by me, then no one can protect you. All right. Mr. Thornton, I trust you. If I can help you, I will. I can get you the address to the villa, and the names of the files you need to search for. Then that's all I need. Come with me. Juhu, durchsuche Marburgs Villa. Das klingt wieder nach viel Schleichen und viel Spaß. Ja. Ja, ja. E-Mail und so steht ja nichts da. Oder? Schau dich mal ein bisschen um mit deiner Maus. Oh. Oh. Ja, oh, ne? Oh. Anything on the news? More mob violence in Moscow earlier this week, as the home of Konstantin Breko, reported to be the head of one of the most powerful organized crime families in Moscow, was attacked by rival gang members. Ja. He himself was badly injured in the attack and was taken to St. Oleski Hospital for treatment. Police spokesmen say he will be charged as soon as he is well enough to be discharged. Mr. Breko had no statement for the press. Ja, ja, bla bla. Wollen wir nicht noch wegen E-Mails oder sowas gucken? Aber da stand nicht, ne? Richtig, deswegen. Oh. Ja, dann hoppla. Roma. Da habe ich mich verdrückt. Durchsuchen Sie Marburgs Villa gerne. Feindliche Sichtweite minus 5%. Interessant. Konrad Marburg hat dich in seine Villa vor den Toren Genuas, Entschuldigung, eingeladen, um mit dir über deine Anwesenheit und deine Absicht in Rom zu sprechen. Triff dich mit ihm und bring möglichst viel in Erfahrung. Ergreif dabei jede Maßnahme, die dir nötig erscheint, um Marburg und seine Operation zu erledigen. Das hört sich wieder nach, ich tue meine Sachen am Behalten an. Nicht? Ich dachte, wir schleichen uns rein am Anfang, aber... Wieso machst du Geräusche, als würdest du sterben? Atmen! Du musst atmen, Christian! So. Atmen! Also... weiß nicht, was da sinnvoller ist. Wir werden zwar am Anfang wohl ein kurzes Gespräch mit Marburg haben, aber den Rest durch die Villa schleichen. Wäre es dann nicht sinnvoller, unseren Schleichanzug anzuziehen? Das ist sehr unauffällig. Ja, tut mir leid. Oh, nein, du musst ihn noch... Stimmt.
Da. So, so, so. Ach, das ist der Fernseher im Hintergrund. Ich habe mich gerade gewundert. Wir nehmen Madison als Händler. Wenn die Frage aufkommt. Die kennt sich doch am besten aus. Ja, deswegen. Hübsch. Sieht aus wie bei mir. Narcissist much? Thornton, my apologies for relieving you of your weapons, but I'm sure you understand. I wouldn't want anyone walking into my home with a gun either. I've been tracking your progress in Rome, and I've made a recommendation to my superiors. And? They dislike inefficiency as much as I do. You and I have a common goal, yet we're working at cross purposes. A common goal? How do you figure? Mike, I've been in your situation. You can't go back to the government. As for being left in Saudi Arabia, I think your superiors would prefer you not come back at all. Perhaps I need another employer. Halbeck rewards loyalty. I noticed that coming in. I mean, you will feel satisfaction in your work. You will have confidence and respect in your superiors, and they will show the same. We don't leave our people behind, Thornton. Nor do we throw them to the wolves when it's politically convenient. We could use agents like you, and you wouldn't have to hide or be hunted any longer. You would be doing the hunting. My situation has nothing to do with my mission or my faith in my country. Even if your country feels differently about you? It isn't my country. It's the people claiming to represent it. Assign blame where blame belongs. I see. A shame. I had hoped you would be willing to cooperate. But I haven't provided the right incentive. That was 10,000 volts. Beat Mr. Thornton until he can no longer stand, but leave him able to speak. Ich sehe nichts. Und dabei sind wir gar nicht so gut im Nachkampf. I guess that's that. No, I just need my gear. Mina, do you read me? I'm here, Mike. Are you inside? Yeah, but they've got me locked in. Can you override the security systems? No, I can't patch through to security. I'm sorry, Mike. Would Madison or Z know the layout? It depends who you want to help you out, Mike. I can patch Madison through, or I can stay on the line. Just say the word. Madison's been here before, Mina. She has first-hand knowledge of the villa. All right, Mike. It's your call. I'll transmit the frequency for her to use. How does this thing work? Okay, I think I've got it. Madison, can you hear me? Yes. Mike, I'm not really sure how much I can help. You know this villa better than me. Just call out if there's something I should know, like cameras or explosives or armed guards. Okay. All right then, let's go. Hee. Gott! Haja! Der ist geflogen. Wir lehren den Menschen fliegen. Kann man hier durch? Nein. Red Bull verleiht Flüge. Dum, 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 dum. Alright, now I need to find my gear. Marburg's gallery is ahead. What's through the side door? His office. Ah. That sounds interesting. Die Seitentür? Was? Nein. Schade. Das wird zu einfach. Lehn dich da an die Seite. Und guck mal, ob du darüber. Nein! Oh Gott. Da sind nämlich zwei. Kommst du nicht rüber? Dann musst du im richtigen Moment. Ich kann versuchen, ob ich. Nee, scheint nicht so. Doch, da war's. Nee, ach doch. Stimmt. Ach, der wird das schon nicht sehen, wenn ich darüber gehe. Nein. Ah, Schlösser knacken. Na, 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 Marburg's private line. You should be able to listen in. Just be careful when you hit the speaker button.
Do I proceed? It depends. Is everything in place? Almost. There's a few last things that need to be taken care of, but I don't anticipate any problems. I hope not. Call me when you have something more. Hm. Hübsche Bilder. Ah, nee, das war ja nur. Das brauchen wir ja nicht. Wir haben ja noch. Wo willst du hin? Gibt's hier noch was? Ja, den Ausgang. Oh. Den unauffälligen. Vorsicht, da könnte jemand. Da läuft hier jemand. Ich frage. Schnell hin, hau ihn weg. Bevor er zurückkommt. Kuckuck. Siehst du, und um den einen sind wir somit schon rum. Wow. Ja, wenn es hier mal lädt, dann lädt es. Ah, ein Tresor. Ein Tresörchen. Tausend. Ja, diese lächerlichen Peanuts immer. Da steht einer. Da links steht der, ne? Nee, ah, nee, Kamera. Doch nicht. Rechts? Auch nicht. Auch nicht. Die Kamera kann man ja relativ gut umgehen. Ja. Oh, da lang. Ach, der. Bewegt die sich überhaupt? Nein, die bewegt sich nicht. Das ist ja... Ich kann bestimmt am Rand... Kommt der da rechts nicht rum? Weil du da immer... Weil du einfach nicht mehr hingeguckt hast. Auf ihn. Drehst dich weg und hast nicht mehr hingeguckt. Ich dachte, er bleibt hier stehen. Du suchst erstmal die anderen Räumlichkeiten. Oh, da. Nee, geh mal erstmal da rein. Da ist nämlich dein Zeug. Haben sie ja gut versteckt. Die Frage ist... Wo kommt der her und wer ist das? Wüsste ich auch gern. Darf ich schießen? Das ist die Frage. Ja, also, ich bin nicht bei der Kamera. Es ist jetzt nur natürlich. Allgemein... Oder? Ich mich doch gar nicht. Wir gehen einfach außen rum. Ja. Da kriegen wir zwar nicht, was in den hinter den Türen war. Naja. Aber das kann ja auch mal passieren. Was für... Hallo. Also gut, man muss wir den sagen... Scharfschützen ausgestattet haben. Ausgeschalten haben. Muss sagen, der hat es echt nett hier. Angenehm. Könnte man meinen. Zwei und da hinten noch einer. Also wir könnten... Ich würde mich erstmal da wegbewegen. Wieso? Na, weil wenn dich da jemand gesehen hat, kann er dich doch da wiedersehen. Logischerweise. Ich würde nach links oder mich schnell da vorne hinstellen. Und dann... Sehe ich, oder ist die Treppe vielleicht doch... Nee. Von der anderen Seite. Da, ja. Wo willst du... Oh Gott, was machst du? Immer mit der Ruhe. So siehst du doch den da hinten nicht. Ich wollte es doch nachschauen. Ja, das hast du doch gleich gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Den da vorne hast du doch nicht gesehen. Der andere bewegt sich jetzt. Da kriegst du alle weg jetzt. Einer ist noch links. Lief jetzt nicht so gut wie erhofft. Ah, der in der Treppe war echt blöd. Platziert. Passiert. Ah, sonst ist hier irgendwie. Sag mal, mach doch nicht sowas mit mir. Schockschwere Not. Dann können das wir ist ja wie Hubschrauber, ne? Meist da der Tarnung nehmen. Wir könnten gleich nochmal. Oder. Aha. Aha. Ja. Ich würde das nehmen, ja. Fuh, 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 fuh. Aber.
An diesem Kontrollpunkt machen wir jetzt Schluss für heute. Die Zeit ist zu kurz. Und wir sehen uns erst beim nächsten Mal wieder bei Alpha Protokoll. Wenn wir wieder durch diese schöne Villa schleichen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.